Ich rufe dann auf den Tagesordnungspunkt 4, erste Lesung, Gesetzentwurf Landesregierung, Gesetz zur Änderung des Gute-Zukunftssicherungsgesetzes, die Drucksache 20-5239. Der Herr Finanzminister bringt das Gesetz ein. Bitte sehr, Herr Staatsminister Boddenberg. Ja, Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Ich lege Ihnen heute einen Gesetzentwurf im Namen der Landesregierung vor zur Änderung des Gute-Zukunftssicherungsgesetzes. Sie merken, dass ich das durchaus fehlerfrei aussprechen kann. Mit Michael Ruhl habe ich gestern noch ein wenig geübt. Ich will damit andeuten, dass ich glaube, dass es auch bei diesem Punkt wie bei dem vorherigen Punkt keinen Streit oder großen Streit geben wird, mal losgelöst davon, dass wir in der grundsätzlichen Frage der Abwicklung dieser Krise im Haushalt, über die wir ja gestern Abend auch noch einmal kurz gesprochen haben, es sicherlich bei den Positionen bleibt. Ist mein Eindruck, dass bei dem, was wir heute vorhaben, es eine Übereinstimmung geben kann. Kollege Weiß hatte gestern gefragt, warum so viel Redezeit. Das war sicherlich nicht kritisch in Richtung der parlamentarischen Geschäftsführer gemeint, sondern weil tatsächlich das ja auch darauf hindeutet, dass es nur um eine konkrete Änderung geht, die dieser Gesetzentwurf beinhaltet. Wir wollen mit diesem Gesetzentwurf eine, ich nenne das Umschichtung vornehmen aus dem Bereich des der Ziffer 1 des Gesetzes, wo es um das Infektionsschutzgesetz geht, genauer genommen um Verdienstausfallentschädigungen. Dort haben wir ursprünglich vorgesehen, ein Ausgabevolumen bzw. besser gesagt eine Kreditermächtigung bis zu 630 Millionen €. Das haben andere Länder in ähnlichen Größenordnungen gemacht, zu einem sehr frühen Zeitpunkt, also geplant. Da kommt einiges auf uns zu. Mittlerweile sind wir in der Realität insofern angekommen, als dass jetzt auch einige 10.000 Anträge vorliegen. Ich glaube, es sind im Moment, Stand gestern, 59.000 Anträge roundabout, die vorliegen. Davon sind gut 18.000 bearbeitet worden mit einem Gesamtvolumen von 18 Millionen €. Das heißt mit anderen Worten, wir werden den ursprünglich mal als Worst-Case gedachten Betrag bei Weitem unterschreiten. Auf der anderen Seite haben wir, das haben wir mehrfach diskutiert, ja auch gestern Abend gerade diskutiert, erhebliche Mehrbedarfe im Bereich des Gesundheitsschutzes. Und dorthin wollen wir einen Betrag von 500 Millionen € entsprechend verlagern. Das hat zu tun mit Impfzentren, um ein Beispiel noch einmal in Erinnerung zu rufen. Monatliche Kosten ca. 50 Millionen €. Wir wissen noch nicht, was der Bund möglicherweise an Erstattungen leisten wird. Das hat aber aktuell auch sehr viel zu tun mit dem Thema Tests. Wir haben gerade ja gestern in der Debatte hatte ich Ihnen vorgetragen, dass wir neben den 50 Millionen €, die wir dort im ersten Anlauf vorgesehen haben, jetzt noch einmal 40 Millionen € vorsehen wollen, um den Orders dann auch Genüge tun zu können, die uns der Bund möglich macht. Ich will sagen, dass es sein kann, dass in dem Bereich das ein oder andere noch auf uns zukommt. Das wird die weitere Entwicklung zeigen, insbesondere ob die rechnerischen Bedarfe, die wir dort bisher haben, tatsächlich auch in der Realität dann so praktiziert werden. Es gibt Beispiele aus Österreich, die darauf hindeuten, dass es tatsächlich enorme Nachfragen und Notwendigkeiten gerade auch an Schulen gibt. Aber das bleibt abzuwarten und wird sicherlich in 2, 3, 4 Wochen etwas näher an der Wahrheit sein, wenn wir dann die ersten Erfahrungen gesammelt haben. Ja, danke fürs Zuhören und danke auch für, ich glaube, in diesen Punkten grundsätzlich weitgehende Übereinstimmung. Danke sehr. Herr Minister, herzlichen Dank. Ich eröffne die Aussprache. Der Kollege Heidkamp, AfD-Fraktion, der erste Redner. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, Herr Minister Boddenberg, Sie sprachen von Umschichtungen. Dem werden wir widersprechen. Laut § 8 Absatz 3 des Gute-Zukunftssicherungsgesetzes GZSG über das Sondervermögen Hessens Gute-Zukunft sichern
kann der Haushaltsausschuss Überschreitungen in allen Positionen des § 2 Absatz 1 mit 10% der Beträge zulassen. Damit stehen für die Maßnahmen, die Nummer 5 in Absatz 2 Absatz 1 zugeordnet werden, insgesamt 1.056.577.500 € zur Verfügung. Diesen Betrag nenne ich in seiner Gänze und in seiner Präzision, denn eine Präzision der Angaben bis in den Tausenderbereich suggeriert eine sehr detaillierte Planung. Ich werde mich im Weiteren auf Angaben in Mio-Euro beschränken, weil das wohl eher der Qualität der Planung entspricht. Bisher wurden laut dem zweiten, ich nehme Ihre Bemerkung gerne zur Kenntnis, wurden laut dem zweiten Quartalsbericht vom 16. Februar 2021 für die Jahre 2020 bis 2023 Ausgabenermächtigungen von 822 Millionen Euro erteilt, sodass inklusive der oben angeführten 10%-Regelung noch ein Betrag von 235 Millionen Euro zur Verfügung steht. Es besteht also keinerlei Notwendigkeit, jetzt schon eine Veränderung der Zuordnung von Belastungen gegenüber dem ursprünglichen Gesetzestext zu veranlassen. Auch wenn man die Eilträge vom 5. und 16. März 2021 für die Testungen im Gesamtwert von 90 Millionen als auch die 30 Millionen für die Position 5 im 7. Maßnahmenpaket berücksichtigt. Die Notwendigkeit von Tests erschließt sich der Regierung jeweils kurz vor Toresschluss und dann werden das dringliche Anträge. Wir sollten uns vor Augen führen, dass nach einem Jahr der Erfahrung mit der Pandemie sich der Bedarf für die Testungen innerhalb von 11 Tagen verdoppelt haben soll. Das gerne vorgebrachte Argument, dass sich bei der Corona-Pandemie um ein singuläres Jahrhundertereignis handelt, für dessen Bewältigung man über keinerlei Erfahrung verfügt, erscheint dann doch sehr fragwürdig. Es wurden nämlich bereits früher weitere 5 Millionen für Testungen in einem Dringlichkeitsverfahren bewilligt. Hierbei gemachte Erfahrungen sollten die Planung und Auswertung der aktuell eingereichten Dringlichkeitsanträge erleichtert haben und erleichtern. Es geht in diesem Gesetzesänderungsantrag immerhin um eine Verschiebung von 500 Millionen Euro, eine halbe Milliarde. Das waren früher mal Positionen, da haben wir uns im Haushalt Stunden drüber unterhalten. Aus der Position Nummer 1 in Absatz 2 Absatz 1 in die Position Nummer 5. Also insgesamt um eine Veränderung der Bewertung von einzelnen Maßnahmen mit einem Volumen von in der Summe rund 1 Milliarde. Nichts von Umschichtung. Diese arbiträren, groben Veränderungen in der Struktur der Ausgaben bringen uns zu der Frage, wie überhaupt die einzelnen Positionen zustande gekommen sind, welche letztendlich in der Summe zu der gewaltigen Kreditermächtigung von 12 Milliarden Euro geführt haben. Wenn ich mir das heute die Veränderungen ansehe, hätten Sie ja auch 10 oder 14 Milliarden beantragen können. Diese beiden Vorgänge werden vermischt, haben eigentlich miteinander nichts zu tun und werden damit ihrer Brisanz beraubt. Es kann ja durchaus sein, dass es in der ersten Position zu Mindereinnahmen von 500 Millionen Euro kommt. Dann hätten wir erwartet, dass dies erst einmal zu einer Reduzierung des Gesamtbetrags führen würde. Die anschließende Umbuchung dieser 500 Millionen Euro kaschiert aber die Fehleinschätzung in der zweiten Position. Es handelt sich also in der Summe nicht um ein Nullsummenspiel, sondern um eine Fehleinschätzung der Entwicklung des gesamten GZSG von 1 Milliarde Euro. Die Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz, § 2 Absatz 1 Nummer 1, sind wesentlich präziser und deutlicher auf Corona bezogen und definiert als die Maßnahmen aus § 2 Absatz 1 Nummer 5. Dies bestätigt uns in unserem Verdacht, dass die Mittel aus dem GZSG zu großen Teilen für allgemein konjunkturstimulierende Maßnahmen oder zum Kaschieren politischer Fehlentwicklungen der Vergangenheit verwendet werden sollen, anstatt sie direkt im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes spezifisch für die Vermeidung und Bewältigung der Folgen der Erkrankung mit Covid-19 einzusetzen. Das war immerhin ein Kernsatz in Ihrem Gesetz. Es wird der Regierung nun anscheinend schrittweise klar, wofür sie das viele Geld ausgeben muss oder will. Wenn wir im ersten Jahr der gesamten Auszahlungsperioden von 3 Jahren Umschichtungen von 1 Milliarde Euro akzeptieren müssen,
können wir uns ja auf weitere Gesetzesänderungsanträge einstellen, mit denen die Regierung die einzelnen Positionen auf ihre aktuellen politischen Ziele ausrichten wird. Wir hinterfragen die Notwendigkeit, ganz bestimmt zu diesem Zeitpunkt, und die Begründung dieser Änderung des GZSG und werden dem Gesetz also nicht zustimmen. Herzlichen Dank. Wort hat der Kollege Frank-Peter Kaufmann, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Bitte sehr. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich dachte ja, es wäre relativ einfach, jetzt hier zur Mittagszeit über dieses Gesetz zu reden, denn der Regelungsumfang des gerade zu beratenden Textes ist ja durchaus überschaubar, und er ist vom Finanzminister schon erläutert worden. Jetzt muss ich aus den Worten meines Vorredners entnehmen, dass es offensichtlich doch nicht so einfach ist, die Zusammenhänge zu verstehen. Also werde ich es Ihnen noch einmal erklären. Durch die aktuellen Entwicklungen und Entscheidungen auf Bundesebene ist der Finanzbedarf im Sektor Gesundheitsschutz deutlich höher, als zunächst vorausgeplant werden konnte. Das betrifft sowohl die Impfstrategie als auch die Teststrategie. Und sie sind jeweils von der Bundesebene vorgegeben und werden zum Teil auch sehr kurzfristig, um das noch einmal zu unterstreichen, dann zum Beispiel dotiert, mit den Ländern mitgeteilt, um welche Volumina es sich handelt, etc. Und wenn das geschehen ist, dann sind die Länder dafür zuständig, den gesamten Bereich der Logistik und Abwicklung durchzuführen und auch wesentlich zu finanzieren. Somit erklärt sich der Finanzbedarf. Und da man direkt an die Aussagen gebunden ist, erklärt sich dann auch die Dringlichkeit, wenn der Bund entsprechend reagiert. Der Sachverhalt sollte eigentlich klar sein. Meine Damen und Herren, ich will trotzdem darüber hinaus, und da gibt ja auch der Vorredner mir durchaus Anregungen zu, noch einmal genereller das Thema aufgreifen. Zunächst zeigt die Gesetzesänderung auch, wie unbegründet, ja frei erfunden und ohne jeden Bezug und ohne jeden Beleg die Behauptung der Opposition, namentlich auch der von SPD und FDP sind, dass das Sondervermögen zur Finanzierung sogenannter Wahlgeschenke dienen soll. Man kann natürlich eine Testung oder Impfung persönlich als Geschenk empfinden. Einen Zusammenhang mit der Landtagswahl im Herbst 2023 allerdings sehen zu wollen, das ist in der Tat nichts weiter als Einbildung. Meine Damen und Herren, zum Zweiten gibt die heutige Diskussion über das gute Zukunftssicherungsgesetz eine hervorragende Gelegenheit, den Gesamtzusammenhang jetzt doch noch einmal aufzurufen. Durch das Coronavirus, durch von ihm ausgelöste Pandemie, ist eine in ihrem Wesen und Ausmaß bisher ohne historisches Beispiel über uns gekommene, sagen wir mal, schwierige Situation, bei deren Umgang mit ihr man weder auf Erfahrungen noch auf sonstige Rezepte zurückgreifen kann. Deswegen bleibt uns nur auf der Basis wissenschaftlicher Evidenz beruhende, situative, kluge Aktion, um mit der Pandemie umzugehen. Und nicht zuletzt die Diskussion um die akut zu beobachtende Ausbreitung der Virusvarianten mit gesteigerter Infektiosität zeigen dies doch überdeutlich. In der Pandemie ist nichts, weder kurz- noch mittel-, erst recht nicht langfristig planbar. Das ist ein Fakt, dem sich doch keiner entziehen kann. Und wenn das so ist, dann ist eine flexible Abdeckung der mit der Pandemie infolge entstehenden Finanzbedarfs doch auch zwingend notwendig. Meine Damen und Herren, bezüglich der Wirkung ist diese Pandemie auch nicht planbar. Ich erinnere nur an die Springprozession bei den Lockdowns, zu der wir gezwungen sind. Schöne Grüße an die Nachbarstadt Mainz und die Geschäftsleute da. Sie haben es wahrgenommen. Und infolge der Wirkungen dieser Pandemie auf die lokale, regionale und weltweite
Ökonomie können wir sie kaum überschätzen, aber auch nicht abschließend durchdringen. Wer aber die Notwendigkeit verneint, gerade auch für die Stabilisierung und Wiederbelebung der Wirtschaftskreisläufe staatliche Hilfe bereitstellen zu müssen und als Finanzierungsvoraussetzung lediglich von einem eng gefassten notlagenspezifischen Konnexitätsprinzip ausgeht, der erliegt eben genau dieser tiefgreifenden Fehlvorstellung von Wesen und Ausmaß der Pandemie. Und insbesondere ignoriert er die Bedeutung und den Umfang der zur Bekämpfung der Auswirkung der Pandemie erforderlichen Maßnahmen. Meine Damen und Herren, damit haben wir es eben nicht nur mit einer Gesundheitskrise zu tun, sondern gleichermaßen auch mit einer schweren globalen Wirtschaftskrise. So wie die Entwicklung verläuft, lässt sich das eine vom anderen nicht trennen. Erst recht lässt sich der Wirtschaftseinbruch, den die OECD als den stärksten seit den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts bewertet, lässt sich nicht ohne staatliche Maßnahmen überwinden. Und hier sind sowohl Nothilfen als auch Wiederaufbauprogramme unverzichtbar. Unter diesen Randbedingungen, wo Unsicherheiten und Ungewissheiten alltagsprägend sind, bedarf es nicht nur rascher, sondern auch vor allem verlässlicher Aktion seitens des Staates, um eine sich beschleunigende Abwärtsspirale in der Krise zu vermeiden. Und wir erleben alle, manchmal schmerzhaft, dass die Administrationen aller Ebenen und ihre stark formal geregelten Abläufe sich mit den Anforderungen des pandemischen Geschehens recht schwer tun. Umso mehr ist die Politik gefordert, möglichst alles für die Handlungsfähigkeit zu tun und die hierfür richtigen Instrumente bereitzustellen. Hierum bemühen wir uns übrigens völlig unabhängig von der politischen Couleur der Handelnden, auch die Kolleginnen und Kollegen in den anderen Ländern in Deutschland und darüber hinaus. Meine Damen und Herren, wenn man diese Kriterien zusammenfasst, und ich sehe hier eigentlich kaum Widerspruch dazu, dann können wir doch deutlich bestätigt sehen, wie wichtig und richtig es war und ist, dass wir im Sommer letzten Jahres mit dem GZSG das Sondervermögen geschaffen haben. Die zwischenzeitliche Umsetzung des Gesetzes mit der regelmäßigen Beratung der zu finanzierenden Maßnahmen hier im Hause und die vorausgehenden äußerst intensiven Debatten im Haushaltsausschuss zeigen doch, dass in dieser Pandemie Legislative und Exekutive gut und problemorientiert zusammenarbeiten. Es wäre schön, sage ich mal jetzt hier an dieser Stelle, wenn die Oppositionsfraktionen auch schon im eigenen Interesse dies auch akzeptieren könnten und bei der weiteren Bewältigung der Pandemie konstruktiv mitwirken würden. Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehe ich diese Gesetzesnovelle als doppelte Chance. Wir bestätigen unser Sondervermögen als richtiges Finanzierungsinstrument in der Pandemie und machen deutlich, dass wir mit ihm auf die Entwicklung jederzeit rasch angemessen reagieren können. Und wir geben ein klares Signal an die Hessinnen und Hessen, dass wir dem Schutz ihrer Gesundheit allererste Priorität einräumen. Demgemäß freue ich mich auf Ihre Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Frank Kaufmann. Das Wort hat nun die Frau Kollegin Marion Schardt-Sauer, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Das ist schon spannend, Herr Kaufmann, für so ein kleines Gesetz, wo ja alle wie die Äffchen sofort klatschen sollen und zustimmen sollen, ist alles ganz toll, fahren Sie hier massive Kanonengeschütze auf. Also es ging um das Wohl der ganzen finanziellen Instrumentarien zur Pandemiebekämpfung. Kaum Widerspruch oder Einbildung, Getöse. Ob das alles Getöse ist, werter Herr Kaufmann, das wird der Staatsgerichtshof entscheiden. Ja. SPD und FDP haben sehr substanziert dargelegt. Also übrigens danke für die Erwiderung der Landesregierung. Da fährt man auch mal diese ganzen kleinen Summen unter einer Million. Ich wusste gar nicht, wie viele Modellköpfe man für Zahnarztstudenten ausgeben kann. Also da findet man noch viele Sachen. Die große Überschrift ist,
Und dieses Gesetz hier, diese Gesetzesänderung, ist doch schon wieder ein Beleg dafür, dass diese Landesregierung es nicht kann. Sie kann finanziell in der Krise nicht steuern. Wir haben immer gesagt, und das ist von der Opposition immer gekommen, schnell und zielgenau helfen, das heißt aber auch justieren, wo die Bedarfe sind. Und wir hatten gestern eine Debatte, und die Zahlen lügen nicht, gucken sich die Quartalsberichte an. Sie können euch mal im Kleinen helfen. Hier schwadronieren Sie über Bekämpfung der Pandemie. Sie können halt mal das Geld ausgeben, um die Leute zu testen. Im Kleinen klappt es nicht, in den großen Paketen auch nicht. Darum geht es ja hier. Die großen Pakete, die wir gerade erst mal vor 8 Monaten aufgestellt haben, beraten haben, die Teil der Beratungen waren, wo wir als Opposition sagen, nein, das geht auch hier im Haus, das geht hier im Parlament. Und der wesentliche Inhalt dieser Gesetzesänderung ist, da wird es ja dann immer größer, eine 500-Millionen-Verschiebung zwischen den Kategorien. Was hat es dann damit auf sich? Da lohnt es sich schon mal hinzuschauen. Kategorie 5, Gesundheitsschutz zur Sicherung der sozialen und kulturellen Infrastruktur, 500 Millionen mehr zur Verfügung stehen. Im Gegenzug soll aber das Volumen Kategorie 1, Infektionsschutzgesetz, um 500 Millionen abgesenkt werden. Der erste Blick auf den Mittelabfluss legt die Absenkung nahe. Ursprünglich waren insgesamt 630 Millionen für Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz vorgesehen. Für 2020 zunächst 200 Millionen abgeflossen sind. Aber das wissen wir ja schon, das kommt ja immer nur ein Tröpfchen. Bis 31.12.2020 8,3 Millionen. Von den verbleibenden rund 191 wurden 100 nach 2020 übertragen und 91,67 Millionen im Sondervermögen wieder freigegeben. Es ist ja, wie gesagt, so eine eigene amorphe Masse entwickelt sich da ja. Schon die Übertragung der 100 Millionen kann man kritisch hinterfragen. Denn im Wirtschaftsplan 2021, der mit dem Haushalt Anfang Februar verabschiedet wurde, ging die Landesregierung nur von einem Mittelbedarf von 50 Millionen aus. Warum also nun 100 Millionen vorsehen? Auch die bisher eingegangenen, noch in der Bearbeitung befindlichen Anträge, das ist ja schön hinterlegt bei dem Quartalsbericht, lassen das nicht erahnen, dass man 2021 mehr als das Zehnfache benötigt. Es sind nur noch die Hälfte der Anträge in Bearbeitung. Man kann das mit sehr konservativer Haushaltspolitik nachvollziehen. Mit der Reduzierung stehen also nur noch 121 Millionen zur Verfügung. Und im Gegenzug, wie gesagt, die Pakete, man erinnert sich in dem Gesetz, soll das Volumen der Kategorie 5 von 960 Millionen auf rund 1,46 Milliarden erhöht werden. Von den bisher zur Verfügung stehenden 960 sind aber da gerade mal 450 ausgegeben worden. Und 2021 ist wieder mit einem Übertrag von rund 366 Millionen Euro genehmigt worden. Für 2022, 2023 bereits 2,6 Millionen beschlossen. Somit stehen heute nur noch knapp 139 Millionen zur Verfügung. Ja, und darum geht es, wie gesagt, und das lassen wir uns auch als Oppositionsfraktion, weder die Freien Demokraten noch die anderen haben das jeweils genau dokumentiert. Es geht nicht um für die Pandemie erforderliche Maßnahmen, was Sie ansonsten treiben bis zur Landtagswahl, da müssen Sie durch. Das wird jedes Mal beleuchtet werden mit dem Corona-Check. Sichere weitere Maßnahmen, ich rede eigentlich zum Parlament, nicht zur Regierungsbank. Nach der bisherigen Systematik des Gesetzes sind nach § 8 Absatz 3 durchaus Verschiebungen nämlich möglich. Der Haushaltsausschuss kann Überschreitungen der in § 2 Absatz 1 genannten Beträge in Höhe von bis zu 10% zulassen. Also es gibt diese Jongliermasse. Es wird ja jetzt eben so getan, sei das als total starr. Man kann nicht helfen, wenn es dann endlich mal abfließen will, das Geld. Soweit andere Ermächtigungen nicht in Anspruch genommen werden. Es besteht also de jure eine Möglichkeit, mehr Geld zur Verfügung zu stellen. Aber eben, wie gesagt, bis 96 Millionen und nach dem Vorblatt zum Änderungsgesetz, und das ist Gegenstand der Beratung im Ausschuss, das muss man da mal konkret hinterfragen, was da hinter sich verbirgt an wirklich konkretisierten Mittelablass. Denn, werte Kollegen, spannend wird es doch, wenn man sich die Historie des Gesetzes anschaut. Im Gesetzentwurf der Landesregierung im Juni 2020 heißt es noch, der Haushaltsausschuss kann die Überschreitungen im Umfang zulassen, indem andere Ermächtigungen nicht in Anspruch genommen werden. Es waren Schwarz-Grün, die Koalitionsfraktionen, die im Änderungsantrag die 10%-Grenze einführten. In der Begründung heißt es dann, die Begrenzung der Deckungsfähigkeit, der in § 2 Absatz 1
des Gesetzentwurfs genannten Beträge auf 10% erhöht die Verbindlichkeit, um eben darzulegen, wo sind dann die Pakete, die zur Bekämpfung der Pandemie notwendig sind. Wenigstens ein bisschen Transparenz, wenn es schon nicht im Parlament erfolgt, die Debatte. Die Verbindlichkeit der Zusagen der Koalition stellen wir hier fest, und auch das ist zeitlich dokumentiert, reicht 8 Monate. Sehr geehrter Finanzminister, werte Damen und Herren der Koalition, ein Mehrbedarf in der Kategorie 5 ist sicher an der einen oder anderen Stelle notwendig. Wie gesagt, wir gehen davon aus, dass das konkretisiert wird oder Sie es endlich mal schaffen, Geld für Testen und vor allen Dingen für Impfen auszugeben auf allen Ebenen. Die Erfahrung nur der Mittelvorausgabung 2022, gestern das Thema oder nachzulesen im Quartalsbericht, für die Anschaffung Beatmungsgeräte, nicht abgerufen, Testung der Mitarbeiter, Altenpflegeheime, Reiserückkehrer oder die in Schau festgestellten Maßnahmen Kulturpaket, Vereinsförderung lassen einen gewissen Zweifel aufkeimen. Und ob der hoch angesetzte Bedarf tatsächlich besteht oder auch nur befriedigt werden kann, soll dafür oder wieder für andere schöne Projekte. Ich freue mich sehr auf die Ausschussberatung dazu. Und da kann der Finanzminister dann ja auch die Frage beantworten, ob § 8 Absatz 3 weiterhin gilt. Das heißt, ob die Kategorie 5 noch weitere 146 Millionen € zur Verfügung gestellt werden kann. Und werter Herr Kaufmann, ernsthafte Finanzpolitik, um die Krise zu bewältigen, sollte vielleicht die Kanonenkugeln im Depot lassen. Und schauen Sie sich lieber einmal die Zahlen an und erklären Sie, warum das Geld nicht abfließt. Das sind Sie den Menschen schuldig draußen in diesem Lande. Es steht genug zur Verfügung, aber anscheinend eher für Ihre Prestigeobjekte. Und da werden wir jedes Mal wieder den Finger in die Wunde halten. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Marius Weiß, SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Michael Boddenberg, nach dem kleinen Druck am Anfang werde ich dann auch versuchen, tatsächlich mich unterhalb der 7 Minuten 30 zu bewegen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Gesetz, was wir hier haben, den Änderungsentwurf dafür, das ist erstmal nur eine technische Änderung. Das haben die Vorredner schon gesagt. Es geht darum, dass wir in diesem GZSG-Gesetz 6 Säulen haben. Und jetzt soll 500 Millionen € von einer Säule Infektionsschutzgesetz zu der Säule Gesundheitsschutz verschoben werden. An der Gesamtsumme von 7 Milliarden Euro bei diesen 6 Säulen ändert sich nichts. Inhaltlich spricht aus unserer Sicht erstmal nichts gegen dieses Gesetz. Das Geld, das es braucht, um schnell zu impfen und zu testen, vor allem um schnell zu impfen, muss aus unserer Sicht bereitgestellt werden. Was bei der Impfbeschaffung passiert ist, dass man nämlich zu sehr durch die betriebswirtschaftliche Brille geschaut hat und die volkswirtschaftlichen Kosten eines Lockdowns übersehen hat, das darf sich nicht wiederholen, das darf nicht wieder passieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen werden wir jederzeit die Hand dafür heben, wenn es darum geht, tatsächlich benötigtes Geld dafür zur Verfügung zu stellen, um schnelles Testen und vor allem schnelles Impfen auch tatsächlich umzusetzen. Denn für die Infrastruktur ist das Land zuständig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nach dem ursprünglichen GZSG-Gesetzentwurf, der hier eingebracht wurde im Sommer letzten Jahres, das hat die Kollegin Marion Schardt-Sauer eben gesagt, wäre eigentlich eine volle Deckungsfähigkeit dieser Säulen gegeben gewesen. Also danach hätte es diesen Änderungsantrag hier nicht gebraucht. Es gab einen Änderungsantrag, der eingebracht wurde dazu, der durch, das muss man dazu sagen, durch entsprechenden politischen Druck auch kam. Denn es wurde nicht nur diese Deckungsfähigkeit auf 10% begrenzt, sondern es wurde gleichzeitig auch eingeführt, dass die Beteiligung des Haushaltsausschusses schon ab einer Höhe von 1 Million € erforderlich ist und nicht erst, wie es ursprünglich hieß, auch in dem 8 Absatz 3, nämlich ab 10 Millionen €. Also auch das wurde entsprechend geändert. Und Herr Kollege Heidkamp,
das, was Sie hier erzählt haben, ist ja schlicht nicht richtig. Diese 10% Begrenzung, von der Sie geredet haben, die bezieht sich auf jeden einzelnen Betrag, der im Gesetz bei diesen 6 Säulen genannt ist. Bei der Säule 5, um die es hier geht, sind 960 Millionen Euro genannt. 10% davon sind 96 Millionen Euro. Und damit kommen Sie mit den 500 Millionen Euro darüber. Das heißt, das ist nicht gedeckt. Sie haben keine Möglichkeit, diese 500 Millionen Euro innerhalb dieser 10%-Grenze zu verschieben. Es ist schlicht nicht richtig, was Sie gesagt haben. Und der Bedarf, wenn Sie mal in den Quartalsbericht reingeschaut hätten, dann hätten Sie gesehen, dass von den 960 Millionen Euro dieser Säule bereits 820 Millionen Euro verausgabt oder veranschlagt wurden. Das heißt, diese Säule nähert sich dem Ende, und das ist eine der wichtigsten dieser Säulen, die wir haben. Und deswegen ist es richtig, dass man hier aus unserer Sicht dementsprechend reagiert. Möglich ist, das muss man noch dazu sagen, diese Verschiebung allerdings auch nur, weil man sich bei dem Bedarf, was das Infektionsschutzgesetz angeht und die Mittel aus dem Infektionsschutzgesetz, deutlich verschätzt hat. Also das ist ein erhöhter Betrag zusammen mit den Kräften, TVH-Kräfte, die Erstattung, die dafür notwendig ist, beides jeweils über 100 Millionen Euro. Da hat man sich enorm verschätzt. Das werden wir auch weiterhin kritisieren. Wir werden allerdings nicht kritisieren, wenn es darum geht, schnelles Geld für Impfungen bereitzustellen. Denn das ist auch klar, wenn Hessen beim Testen und beim Impfen hinten liegt, was es in vielen Bereichen tut, dann liegt das jedenfalls nicht daran, dass dieses hessische Parlament der Landesregierung zu wenig Geld bereitstellt, sondern das hat andere Gründe, die liegen nicht vor mir, sondern die liegen hinter mir, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und, Herr Kollege, ich nehme nicht an, dass Sie mich meinen, weil Sie sagen, die liegen hinter Ihnen. Links hinter mir, Herr Präsident. Rechts und links hinter mir, Herr Präsident. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden darauf achten, und das ist uns allerdings auch wichtig an der Stelle, die Säule 5, die ist nicht nur für den Gesundheitsschutz. Da sind noch ein paar andere Sachen drin, die daraus auch finanziert werden können. Wir werden allerdings darauf achten, dass dieses Geld, und so verstehe ich diesen Änderungsentwurf, dass der auch tatsächlich für den Bereich Gesundheitsschutz eingesetzt wird. Das heißt, wir werden, und der Gesetzentwurf, der kommt ja noch in den Haushaltsausschuss, wird da auch beraten. Da hätten wir schon gerne ein bisschen mehr Aufschlüsselung, wofür denn diese 500 Millionen Euro tatsächlich dann angesetzt werden. Und wir werden auch im Vollzug dieses Gesetzes und im Vollzug dieses Haushalts darauf achten, dass diese 500 Millionen Euro tatsächlich für den Bereich Gesundheitsschutz eingestellt werden, wenn sie dafür auch gebraucht werden, das Impfen zu beschleunigen, das Testen zu beschleunigen, dann haben Sie uns dafür an Ihrer Seite. Vielen Dank, Kollege Marius Weiß. Das Wort hat jetzt der Abgeordnete Jan Schalauske, Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir beraten heute eine Änderung der Landesregierung, eine geplante Änderung am Gesetz über das Sondervermögen. Die Linke, darüber haben wir gestern bereits diskutiert, ist der Auffassung, dass die Kreditermächtigung in Form des Sondervermögens ein möglicher Weg ist, um mit einem handlungsfähigen Staat der Krise zu begegnen. Durch das Sondervermögen konnten sich CDU und Grüne der Schuldenbremse entledigen. Entgegen ihrer langjährig gehegten Überzeugung. Das begrüßen wir sehr. Die Schuldenbremse war und ist ein Hemmnis für notwendige Investitionen in unser Gemeinwesen und um in der Krise gegenzusteuern. Wir waren von Beginn an der Überzeugung, dass das Sondervermögen bzw. die Kreditermächtigung in der Summe nicht ausreichen wird, um den Gesundheitsschutz in der Pandemie sicherzustellen, die sozialen und wirtschaftlichen Folgen abzumildern und Hessen mit einem sozialen und ökologischen Neustart aus der Krise zu führen. Und jetzt, gut ein Jahr nach Beginn der Pandemie, stellt die Landesregierung fest, dass die ursprüngliche Zuteilung der Mittel zu bestimmten Zwecken mit dem Sondervermögen in der Form nicht aufrechtzuerhalten ist. Deshalb beantragt die Landesregierung folgerichtig, die Zuweisung der Mittel zu Zwecken zu verändern. Die Kolleginnen und Kollegen vor mir haben von einer technischen Änderung gesprochen. Ursprünglich hatten CDU und Grüne 630 Millionen Euro für die Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz vorgesehen.
Dabei geht es z.B. um die Möglichkeit, aufgrund von Schul- oder Kitaschließungen infolge der Pandemie eine Entschädigung zu erhalten, wenn Menschen ihre Kinder betreuen. In der Begründung für die jetzt vorliegende Änderung heißt es von Schwarz-Grün lapidar, dass die Inanspruchnahme dieser Leistung hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Ich finde das ehrlich gesagt kein Grund zur Freude, sondern aus meiner Sicht deutet es auf ein Problem hin. Und überhaupt, manchmal habe ich den Eindruck, dass sich die Sparfüchse von CDU und Grünen über jeden Euro freuen, den sie nicht ausgeben müssen. Aber jede Ausgabe, die nicht getätigt wird, bedeutet auch, auf eine Maßnahme, auf eine Leistung, auf eine Investition zu verzichten, die gerade in der Krise und in der Pandemie dringend benötigt wird. Nehmen wir nämlich das heutige Beispiel, die Maßnahmen aus dem Infektionsschutzgesetz. Die Nichtinanspruchnahme dieser Mittel ist ein Ausdruck von zu bürokratischen Verfahren, aber sie ist vor allem ein Ausdruck von der Überforderung und der Überlastung, die von vielen Menschen in dieser Pandemie hingenommen werden muss. Wer will sich denn in Krisenzeiten mit seinem Arbeitgeber anlegen, wenn Job- und Kinderbetreuung im Zweifel eben nicht einfach zusammenpassen? Und die Konsequenz ist, im Zweifel wird die Erwerbsarbeit in die späten Abend- und Nachtstunden oder die frühen Morgenstunden verlegt, um tagsüber für die Sorgearbeit zur Verfügung zu stehen. Das trifft vor allem Frauen, die die Hauptlast der Corona-Krise schultern müssen. Und wenn hier Unterstützungsmittel nicht in Anspruch genommen werden, dann ist das kein Grund zur Freude. Vielmehr sollten wir uns fragen, warum können die Programme nicht so gestaltet werden, dass sie auch endlich von allen, die sie brauchen, ordentlich in Anspruch genommen werden können. Und jetzt plant die schwarz-grüne Landesregierung 500.000 Euro zugunsten des Gesundheitsschutzes umzuschichten. Begründet wird das mit den Kosten für Impfzentren und für die Logistik und die Notwendigkeit vermehrter Testungen. Das sind die 960 Millionen. Das ist die Säule, die bisher für den Gesundheitsschutz zur Verfügung steht und die, wie der Kollege Marius Weiß gesagt hat, weitgehend verausgabt wurde. Mit Blick auf die dritte Welle der Pandemie, mit der Verbreitung der gefährlichen Virusvarianten, der steigenden Inzidenzen wäre es selbstverständlich wichtig, dass die Impfkampagne jetzt auch wirklich ins Rollen kommt, dass mehr Impfstoff zur Verfügung stehen würde, dass die Impfzentren ausgelastet werden und die Hausärzte mit einbezogen werden können. Und natürlich sind wir auch dafür, dass mehr Tests und Testkapazitäten beschafft werden. Diese kommen aber viel zu spät. Wir wissen doch spätestens seit Februar, dass wir die Tests für die erweiterte Teststrategie brauchen. Die Beschaffung wurde jetzt erst Anfang März beschlossen. Und eigentlich hätten wir schon zu Beginn der Pandemie das Testen massiv ausweiten müssen. Und im Zuge des Gesetzes über das Sondervermögen wird uns ja auch immer im Haushaltsausschuss der Quartalsbericht vorgelegt. Und was geht aus dem Quartalsbericht denn hervor? Die realen Ausgaben für die Tests in 2020 in Altenheimen, in Kitas und bei Lehrkräften waren deutlich niedriger als die veranschlagten Mittel. Testungen für Erzieher waren 11 Millionen veranschlagt, verausgabt nur 600.000. Testung Altenpflege veranschlagt 8 Millionen, ausgegeben 450.000. Testung Lehrkräfte 10 Millionen veranschlagt, ausgegeben 1,5 Millionen. Es ist insgesamt deutlich weniger verausgabt worden, als bereitgestellt wurde. Deutlich weniger Tests sind abgefragt worden. Und das in einer Situation, in der Erzieherinnen und Erzieher, Altenpflege, Lehrerinnen und Lehrer, also all die Menschen, die sich um alte, kranke und Kinder kümmern, Angst um ihre Gesundheit haben, und wir geben weniger Geld für Testungen aus als veranschlagt. Das kann doch nicht sein. Unser Ziel muss sein, dass diese Mittel auch wirklich verausgabt werden. Und deswegen werden wir natürlich die Umschichtung der Mittel in diesem Bereich sozusagen interessiert begleiten im Rahmen dieser Gesetzesänderungslesung. Zum Abschluss. Wir sollten die jetzt vorliegende Gesetzesänderung auch dafür nutzen, um zu klären, werden die Mittel aus dem Sondervermögen wirklich verausgabt, die angesetzt sind?
reichen die Mittel aus dem Sondervermögen aus, um der Krise zu begegnen? Und welche weiteren Maßnahmen und Mittel sind nötig, um mit Investitionen in unser Gesundheitswesen, in unsere Schulen, in bezahlbaren Wohnraum, in den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, in die Investitionstätigkeiten der Kommunen, mit einer Verbesserung der Kinderbetreuung unser Land besser aus der Krise zu bringen? Schwarz-Grün will sich bedauerlicherweise mit dem Sondervermögen lediglich über die Legislaturperiode retten. Die Linke will einen Neustart für ein soziales, ökologisches und gerechtes Hessen, und dafür werden wir weiter Druck machen und uns auch bei den Beratungen über diese Gesetzesänderung einsetzen. Vielen Dank. Als nächstes darf ich Herrn Reul von der CDU ans Rednerpult bitten. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Landesregierung bringt heute ein wichtiges Gesetz ein, eine Änderung der Gute-Zukunftssicherungsgesetzes. Mit der Änderung, ja, man muss etwas genauer überlegen, dass man nicht an einen Versprecher macht, Gute-Zukunftssicherungsgesetz. Mit der Änderung des Gesetzes zeigen wir verantwortungsvoll und den aktuellen Begebenheiten angemessen, wie wir im vorgegebenen Rahmen trotzdem Flexibilität anwenden können, um die auf die sich verändernden Herausforderungen im Rahmen der Pandemie angemessen reagieren zu können. Wir alle wissen, dass die Herausforderungen vielfältig und oftmals nicht vorhersehbar sind. Sicher war nur, dass es ein umfangreicher Mittelbedarf gibt für diese gewaltigen Herausforderungen in der schärfsten Krise unseres Landes seit dem Zweiten Weltkrieg. Diese Mittel hat das Land Hessen, auch wie andere Länder, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern und auch Rheinland-Pfalz, über ein Sondervermögen bereitgestellt. Wie Sie wissen, haben wir insgesamt 12 Milliarden Euro an Kreditermächtigungen im Landtag hier beschlossen. Davon sind 5 Milliarden für Steuerausfälle und 7 Milliarden für die restlichen Maßnahmen vorgesehen. Diese Mittel sind in verschiedene Teilbereiche untergliedert, die zu 10% miteinander deckungsfähig sind. So die Ausgangslage. Im Gesetzentwurf, der uns heute aktuell vorliegt, ist dargestellt, dass in einem Teilbereich, in dem Bereich Gesundheitsschutzsicherung der sozialen und kulturellen Infrastruktur, eine höhere Summe benötigt wird. Und dies sind die hier in Rede stehenden 500 Millionen Euro, die zur Verfügung gestellt werden sollen, damit wir dort eine Möglichkeit haben, auf die aktuellen Herausforderungen angemessen reagieren zu können. Und in dem Bereich, das hat auch vorhin schon Kollege Weiß ausgeführt, im Bereich des Infektionsschutzes werden diese Maßnahmen nicht benötigt. Und es wurde ja schon gesagt, und das ist unstrittig, man hat dort den Bedarf höher eingeschätzt, als er letztendlich eingetreten ist. Und deshalb glaube ich, ist es eine kluge Variante, dass man diese Mittel, die dort nicht benötigt werden, dann auch umresortiert und dies im Rahmen der heute hier vorliegenden Gesetzesänderung macht. Der Grund, warum wir dies tun wollen, ist im Prinzip ein erfreulicher. Es geht nämlich um die Kosten für die Impfungen, die Testungen und die damit verbundene Logistik. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Sondervermögens war noch völlig unklar, inwieweit wir überhaupt einen Impfstoff vorhanden haben könnten und diesen auch zu nutzen. Deshalb, wie es vorhin erwähnt worden ist von Kollegen der AfD und auch Frau Schardt-Sauer, wie Sie es gesagt haben, es ist keine Fehleinschätzung, und deshalb verstehe ich auch gar nicht Ihre emotionale Schärfe in Ihrem Redebeitrag. Das ist überhaupt nicht angemessen, ist überhaupt nicht notwendig. Wir können uns vollkommen sachlich und in Ruhe darüber austauschen. Und der Kollege Weiß hat es ja vorgemacht. Er hat einen realistischen Blick uns gezeigt und hat auch damit erklärt, dass den Maßnahmen zuzustimmen ist, obwohl die eine Position zu hoch eingeschätzt worden ist. So habe ich die Rede verstanden. Und dies ist eine realistische Aussage und ist ein guter Blick auf diese Situation. Und wir sind doch alle gemeinsam sehr froh, dass in Rekordzeit Impfstoffe entwickelt worden sind. Und die Impfungen sind ja auch bereits im Gange. Und wir sind sehr erfreut darüber, dass natürlich auch Deutschland einen sehr großen Anteil bei der Entwicklung des Impfstoffes dann vorgenommen hat. Und darauf können wir stolz sein, auf den Forschungsstandort hier in Deutschland. Außerdem ist es natürlich auch ein wichtiger Punkt, weil die Impfungen uns
nämlich in die Möglichkeit hineinversetzen oder auch in die Fähigkeit, dass wir dann auch wieder in unser normales Leben in angemessener Zeit zurückkehren können. Wir müssen noch etwas Geduld aufbringen, aber letztendlich ist dies unsere große Chance. Die Kosten für den Impfstoff trägt der Bund, die Kosten für die Infrastruktur der Impfungen muss das Land tragen. Hier kommt einiges an Kosten auf das Land Hessen zu und deshalb wollen wir heute auch das Gesetz an die aktuellen Anforderungen anpassen. Wir wollen handlungsfähig sein, wenn die finanziellen Mittel benötigt werden und nicht, Herr Heidkamp, wie Sie es vorhin formuliert haben, dann, wenn die Kosten uns weglaufen, wir das Geld benötigen, dann erst uns überlegen, wie wir dies finanzieren und wie wir das abdecken. Wir treffen jetzt Vorbereitung und dies zeichnet die schwarz-grüne Koalition aus, dass wir im Vorhinein uns auf mögliche Dinge einstellen, die uns gegenübertreten können. Deshalb, und das gute Zukunftssicherungsgesetz ist auch so ausgestaltet, dass grundsätzlich genügend Mittel zur Verfügung stehen. Wir brauchen uns also nicht so, wie Herr Schalauske eben gerade ausgeführt hat, noch weitere größere Maßnahmen an dieser Stelle und müssen auch das nicht ausweiten, sondern wir wollen schon mit den 12 Milliarden Kreditermächtigung verantwortungsvoll umgehen und wenn nötig und wenn möglich auch diese unterschreiten. Deshalb ist es gut, wir haben bisher eine Deckungsfähigkeit von 10% in den jeweiligen Positionen und da wir erkannt haben, dass in dem anderen Bereich im Moment die Mittel, wie sie kalkuliert waren, nicht benötigt werden, deshalb ist das Gesetz heute so vorgelegt worden und es ist gut, dass wir dort reagieren und die 500 Millionen an dieser Stelle in einen anderen Bereich mit überführen wollen. Das zeigt, dass das gute Zukunftssicherungsgesetz funktioniert und auch die Beteiligung des Hessischen Landtages jederzeit gesichert ist. Es wurde ja schon erwähnt, dass wir im Haushaltsausschuss uns sehr akribisch und sehr genau und auch sehr lange und intensiv mit den einzelnen Maßnahmen beschäftigen. Mittlerweile sind über 210 Maßnahmen, wie man den Quartalsberichten entnehmen kann, schon auf den Weg gebracht worden. Und deshalb könnte die Opposition schon kritisieren, dass die Ansätze schlecht geplant sind, aber dem kann man entgegenhalten, dass die Pandemie und die Entwicklung auch im einzelnen Bereich nicht vorhersehbar waren und dass man auch nicht im Grunde genommen mit dem Blick in die Glaskugel schon wissen konnte, dass wir zum Beispiel Impfstoff haben und dass wir dort auch dann die verschiedenen Maßnahmen dazu begleitend dann bezahlen sollen. Durch die begrenzte Deckungsfähigkeit hat aber das Parlament immer wieder die hohe Kontrolle über die einzelnen Positionen. Und deshalb, ich glaube, es ist wichtig, das kann man zusammenfassend sagen, das Sondervermögen ist transparent und im Sinne der Beteiligung maximal aufgestellt. Es ist immer wieder gegeben, dass der Haushaltsausschuss und das Parlament daran beteiligt ist. Und auch diese Diskussion zeigt es wieder, dass wir uns darüber gemeinsam austauschen. Ohne Emotion, an der Sache orientiert und für die Menschen in Hessen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Meine Damen und Herren, der Gesetzentwurf der Landesregierung, Gesetz zur Änderung des Gute-Zukunftssicherungsgesetzes, wird von uns an den Haushaltsausschuss zur weiteren Beratung überwiesen. Und ich darf Ihnen die freudige Mitteilung machen, dass wir jetzt in eine zweistündige Mittagspause eintreten. Wir treffen uns hier wieder um 15.15 Uhr und ich wünsche Ihnen einen guten Appetit.